Vielleicht kennt ihr auch diese Orte, die einen immer und immer wieder in den Bann ziehen. Und zu genau so einem Ort möchten wir euch heute gerne mitnehmen. Zusammen mit dem guten Chris und dem Lenz wollen wir heute in diesem Häuschen mitten am Waldrand eine Nacht verbringen. Im Sitz. Willst du echt noch oben? Nein, was daran täglich. Ob du dich auf irgendeinen Boden legst oder in so ein Bett. Wenn du hier rockst, kommt man da rein. Was uns dort alles passiert ist, erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Falls ihr natürlich kein Video verpassen wollt, abonniert euch jetzt gerne den Kanal. Nun viel Spaß beim Anschauen. Moin Moin Leute. Herzlich willkommen zum neuen Video unserem Kanal. Ich bin so außer Puste. Ich bin zusammen mit dem guten Clean Mind, Alex Adventure, bei Kanäle unten verlinkt. Moin Moin, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Auf seinem Kanal. Overnighter ist angesagt. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber wir stehen schon vorm Spot. Und Highlight, wir wurden schon wieder vom Baumann verscheucht und hast nicht gesehen. Also dranbleiben, Leute. Let's go. Leute, Highlight. Mal abgesehen davon, dass wir vom Bauern verscheucht wurden, kam jetzt ein Auto, beziehungsweise Luftlinie, lass es einen halben Kilometer gewesen sein, taucht auf einmal ein Auto auf, aus dem Nix. Einfach aus dem Nix. Wir haben hier den Weg hier hoch kein Auto gesehen, aber auf jeden Fall ist der jetzt weg und jetzt haben wir erstmal beschlossen, wir gehen erstmal rein, gucken uns um, beziehungsweise ich zeige es den beiden und dann köcheln wir mal was und dann warten wir mal ab, was hier noch so die Nacht passiert. Leute, wir sind wieder im Hexenhäuschen. Und zwar, wie ja schon erwähnt, wollen wir ja einen Overnighter starten. Das Problem ist, und das Ding ist wirklich sehr, sehr klein. Und wir sind zu dritt hier. Wir sind uns hier gerade am Überlegen, ob wir unten schlafen, da wo ich bin, hier im Wohnzimmer. Oder ob wir nach oben gehen. So, wir haben uns jetzt erstmal hier ein bisschen... Was zu essen haben wir uns gar nicht gekocht, ne? Nee. Eigentlich nur was Warmes gemacht hier mal. Ganzen Kocher hier auf dem Tisch. Lenz ballert sich dann noch seinen Dürüm rein vom Dönermann unten an der Ecke. Und wir sind aber die ganze Zeit am Überlegen, wie und wo wir pennen. Ich penne hier. Also, ja. Hier drauf. Chris pennt, glaube ich, im Sitzen. Warte mal. Ich glaube. Oh, Scheiße, wenn du hier rockst. Gut, ja. Die Frage ist: Schlafsack, kommt man da rein? Ja, dort, ja, sitzen, ja, Schlafsack rein und dann sitzen. Also die beiden pennen wohl auf dem Sofa. Im Sitz. Willst du echt noch oben? Ja. In welchem Bett? Das ja, nehmen hier drüber. Also das nach hinten raus. Vorne, gleich. Achso. Ja, das eine Bett sah tatsächlich ganz gut aus. Ja. Da verschluckt er sich doch wieder. Wenn du das Ding hochmachst. Das andere auch. Ich weiß es noch nicht, ob ich hier auf den beiden Stühlen irgendwie im Sitzen, keine Ahnung. Oder dann, gut, wenn du nach oben gehst, vielleicht gehe ich da noch mit hin, ich weiß es nicht. Also hier, das ist noch eine Decke. Ich sehe gerade, was noch eine Decke, falls du noch eine Decke brauchst. Ja, sorry. Dann leg dich doch auch ins Bett drin. Nee, Alter, ich leg mich nicht ins Bett da. Das, ich, nee, ich finde das eklig. Warum? Nee, was daran eklig? Nee. Ob du dich auf irgendeinen Boden legst oder in so ein Bett. Du machst ja eh immer Planen drunter. Ich gar nicht mit habe. Hier liegt noch ich habe einen Tarp. Ja, genau. Ich nehme noch diese eklige, verklickte Plane, die da hinten in der Ecke liegt. Ich nehme die Schuhe auch noch mit da. Ja. Das sind vergessen beim letzten Mal. Das sind die Hausschuhe. Also wie gesagt, wenn wir hier dann mal unseren Schlafplatz aufgebaut haben, melde ich mich nochmal. Leute, wir haben jetzt nach, was weiß ich nicht, wie viele Stunden ähnlich unseren Schlafplatz gefunden, aufgebaut zum Teil. Hier schläft einmal Lenz, hat sich die eklige, pekige Matratzen aufgedreht. Seine Elefanten auch drüber. Mein Schlafplatz kommt zum Schluss, weil das Beste kommt zum Schluss. Chris hat sich das himmelblaue Bett geschnallt. Und ich, aber aufpassen, Leute. Was ist das?
auf der guten Sonnenliege, die wir draußen im Vorbau gefunden haben, mit so einer ekligen, gammeligen Plastikauflage. Moment, Leute, war da nicht irgendwie was? Nee, Alter, ich leg mich nicht ins Bett da. Ich finde das eklig. Ich finde das eklig. Ich finde das eklig. Ja, schauen wir mal. Das wird wild. Das wird definitiv wild. Sollten wir das irgendwie überleben, ich weiß nicht wie, melden wir uns oder melde ich mich morgen wieder. Mal gucken, ob wir hier von Ratten zerfressen werden oder sonst sowas. Gewaltig, ne? Oder irgendwelchen anderen Viechern. Wir machen jetzt hier die Klappe zu. Affe tot. Was für ein Übergang. Leute, ich weiß nicht, ob ihr mich seht. Nee, ich rede mit meinen Zuschauern. Grüße, ne? Grüße von Lenz an euch. Ich sitze ja in meinem Gartenstuhl mit meinem Schlafsack, was eigentlich recht bequem sogar ist. Die beiden lachen mich nur aus. Die machen hier einfach einen auf Glamping. Und ich sage einfach mal, Leben in der Lage, ne? Ja. Wie sagt der gute Fritz immer? Life begins at the end of the comfort zone. Life begins at the beginning of the of the zone and of the Gartenliga, genau. Also, wie gesagt, gute Nacht, Leute. Wir hören uns morgen. This is the hour, the darkest place. Dante's Inferno, the devil's maze. It's a good world. Guten Morgen, Leute. Du hast Akku oder was? Ich hab noch 47% Akku. Das erinnert sich gleich schlagartig. Das glaube ich auch. Ich hab in meinem Liegestuhl eigentlich ganz gut gepennt. Gut eingemummelt hier. Lass es erstmal aufstehen. Weißt du, worauf ich gleich richtig Bock hab, Alter? Hä? In die Schuhe zu schütten, ne? Oh also, nein. Wenn ich meinen Kopf so raushängen, dann. Oh. Naja, also jetzt erstmal aufstehen, frühstücken und dann mal schauen. Also wie gesagt, Leute, hier schön in dem Liegestuhl gepennt. Es ging eigentlich, es war echt, also angenehmer als gedacht. So, Chris gepennt und Lenz, der packt hier gerade schon wieder seinen Schlafsack ein. Das muss ich gleich auch noch machen. Och. Hä? So gemütlich, Alter. Echt? Wirklich. Ich hätte noch 2 Stunden pennen können. Ich aber auch noch. Obwohl das echt nur so ein Metallgestell war, aber es ging echt. So, Leute. Da ist schon wieder das so. Aber egal. Jetzt wird hier schön gefrühstückt. Das gute Porridge wieder am Start. Kaffee. Kopf gestoßen. Was gibt's bei dir, Lenz? Auch Porridge, ne? Jo, das hast du mir noch gegeben. Das ist von mir, stimmt. Da war ja was. Was ballerst du dir noch ein, Chris? Ich habe erstmal nur Zwieback gegessen hier. Ein gutes Zwieback. Der ist aber geil, ne? Wirklich. Ja. Den muss ich mir auch mal machen. Ja, der ist richtig gut. Mit meinem Gutscheincode Brand 10. Das ist gut. Das gute Kokos-Zwieback. Genau, schaut mal bei Chris im Video vorbei. Da ist, glaube ich, ein Rabattcode für euch. Zwieback 10 oder so. Zwieback 10. Ja, jetzt erstmal, wie gesagt, in Ruhe frühstücken, Käffchen trinken. Das wäre auch so ein Ding, ne? So eine Kooperation mit Jakob zusammen. Das wäre ja geil, ne? Leute, kalt. Es ist auch kalt. So nee, das ist mein stinkender Atem. So, alles wieder aufgeräumt, so hinterlassen, wie wir es vorgefunden haben. Erstmal gut gefrühstückt. Machen wir jetzt auch so langsam auf dem Weg wieder Richtung Auto. Wir haben jetzt noch so gut 1 bis 2 Kilometer Fußmarsch vor uns. Es ist auch immer noch recht kalt und frisch. Draußen liegt auch immer noch Schnee. Mal gucken, ob der gute Bauer von gestern Abend hier noch mit seinem Trecker auf dem Feld unterwegs ist.
Wir haben auf jeden Fall eben gerade schon mal, da war wieder irgendeiner mit dem Hund spazieren und es muss wohl, wir wissen es nicht, ob es die Nacht war oder heute früh, einer hier direkt vorm Haus langgegangen sein, weil wir frische Fußspuren gefunden haben. Leute, ich will gar nicht weiter auf den Spot eingehen. Es ist halt das kleine Hexenhäuschen. Ich habe hier das Halloween-Special gedreht. Ich habe den Spot nochmal alleine erkundet. Und jetzt, weil auch Kommentare schon drunter geschrieben wurden, hier nochmal einen Overnighter starten. Habe ich jetzt auch gemacht, aber ich glaube, mit 3 Videos bei dem Spot reicht es dann auch. Man sollte es nicht übertreiben. Chris hat schon soweit alles abgefilmt hier. Lenz macht jetzt hier noch ein paar Aufnahmen. Ich zeige euch aber gleich nochmal was, weil ich das Gefühl habe, dass wir entweder heute Nacht oder heute Morgen hier Besuch hatten. Oder vielleicht Besuch zumindest, hier einer rumgeschlichen ist. Und zwar haben wir hier die Fußspuren, die da hochführen. Wie gesagt, der oder diejenige muss von da gekommen sein. Ich glaube sogar auch da unten lang gegangen sein und da haben wir halt geschlafen, ne? Und hier gehen halt die Fußspuren auch hoch. Vielleicht waren es auch mehrere, ich weiß es nicht. So, Leute, wir machen uns jetzt erstmal wieder auf den Weg zurück zum Auto. Overnighter gut überstanden in der Sonnenliege oder was das da war, wo ich drauf gepennt habe. Eigentlich sogar wirklich gut geschlafen, keine Rückenschmerzen. Die beiden bin ich auch noch nicht losgeworden. Chris, Clean Mind, unten, erster Link, Videobeschreibung. Lenz kennt ihr ja schon, mit dem bin ich ja schon öfters unterwegs. Auch unten, schaut vorbei, lasst ein bisschen Liebe bei denen da, auch gerne ein Abo bei denen da lassen. Bei uns natürlich auch, wenn ihr kein Video verpassen wollt. In dem Sinne, haut rein, Leute, wir sehen uns, bis dann, ciao.